Herzlich willkommen zu Zombies. Einfach nur Zombies. Bei Infant Warfare. Natürlich nicht online, da ich nicht online spiele. Das ist eine logische Erklärung. Ich spiele das jetzt so. Und der ist hingefallen, guck mal. Lol, was ist denn da los? Oh mein Gott. What the fuck? Okay, der nimmt ihn jetzt mit. Ja. Okay. Geht ja einiges ab auf dem Bildschirm. Oh Gott, was können wir hier alles machen? Das will ich jetzt eigentlich eher nicht machen. Ich teste jetzt einfach mal Zombies. Ich weiß nicht für wie lange. Vielleicht eine Runde. Es kommt darauf an, wie lange ich überlebe. Ja, Spiel erstellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Spiel erstellen muss. Eigentlich ja schon. Genau, wir wollen alleine spielen. Und was ist das? Okay, das sieht crazy aus. Film wählen? Wählen Sie eine andere Karte. Ah, es gibt unterschiedliche Karten. Ja, wir haben Spaceland, okay. Tipps und Tricks ist was für Noobs. Ausrüstung. Da gibt es diese Karten. Das ist anders als bei Black Ops 3 mit den Kaugummis. Hier kann man sich Karten wählen. Natürlich, online gibt es ein paar mehr. Hier gibt es auch nur die Schicksalskarten und nicht die Glückskarten. Und auch weitaus nicht so viele Karten wie online. Ich werde online auch wahrscheinlich nicht mehr zeigen, es sei denn, der Zombie-Modus macht mir so viel Spaß, was ich aber, glaube ich, nicht denke. Denn das war am Anfang bei Black Ops 3 auch noch so, da hatte ich im Zombie-Modus Spaß und dann irgendwann nicht mehr. Also, hier wird es wahrscheinlich genau dasselbe sein. Wir können hier auch jede Waffe spielen, die ein bisschen anders angeordnet sind als im Multiplayer. Aber das liegt daran, dass man sie im Multiplayer, dass man sie hier auch anders freischaltet halt. Ja, gut, spielen wir einfach mal eine Runde. Mal gucken, was passiert. Spielbeginn. Die Cutscene, wenn einer kommt, werde ich dann überspringen. Meister des Makabren. Über 40 Jahre lang habe ich die schockierendsten, brutalsten und blutigsten Szenen aller Zeiten gedreht. Man kann mich als Genie... Sorry, aber das werde ich... nein, das ist mir zu kindisch. Irgendwann in den 80er Jahren, Spaceland Vergnügungspark, stellen Sie den... Was? Schon wieder allein. Das bin ich ja schon gewohnt. What the f... Wir spielen den Nerd. Er hat gerade ein klingonisches Zeichen gemacht, glaube ich. Oder? War das klingonisch? Nee. Das ist doch... Ah, ich mache mich hier zum Affen. Kann ich das kaputt schießen? Es geht! Geil. Ballons kaputt schießen. So, für 5 Dollar kann ich mir die Hailstorm kaufen. Das, so hieß mal damals eine Punkteserie in Black Ops 2. Warum hat der Nerd die Stimme von SpongeBob? Das ist seltsam. Lol, der... der kippt den... Bitch-Slap oder was? Bitte keine Splitter, bitte keine Splitter. Okay, also im Englischen hört sich die Stimme ein bisschen besser an. So, ich bitchstep. Da heißt der. Ja, what the fuck, ja. Was ist das denn? Ey. Ich hoffe, dass das von Charakter zu Charakter unterschiedlich ist. Es gibt nämlich noch einen schwarzen. Ich glaube nicht, dass der so ein sowas macht. So, bäh, weg, der. Geh weg hier. Was ist das denn? Ja, das ist typisch Nerd natürlich. Oh mein Gott. Es ist auf jeden Fall schon mal lustig. Also lustiger als, bei Black Ops 3 war es halt sehr, sehr ernst. Die M1, das ist eine Prestigewaffe im Multiplayer. Will ich die wirklich jetzt hier schon spielen? Ich denke nicht. Ich hebe mir das für Multi... Oh, die bauen schon 2 Bitch-Slaps. Oh mein Gott. Jetzt sind so die richtigen Schlampen, die brauchen halt 2 Schläge. So, der hier auch. Nee, geh weg, du... Der. Warum kann ich mir auch den Charakter nicht einfach aussuchen? Warum lernt das die Zombie-Macher nicht? Ein bisschen lächerlich, aber okay. Das ist so, als würde man ein Fort bauen. Muss mal kurz nachladen, aber ich habe ja nur meine Hand. Du musst ja nicht nachladen. Das würde auch ein bisschen witzig aussehen. Da hast du. Ich habe ein Inventar. Was? Was? Und da soll ich jetzt durchschalten. Okay, cool.
Sie haben keine Objekte im Fundbüro. Ich muss den Stromschalter finden. Nee, jetzt habe ich eine andere Stimme. Jetzt habe ich die gar nicht von SpongeBob. Ach, die von SpongeBob war bestimmt der, der Zombie-Sprecher. Ich brauche Energie. Wie komme ich an Energie? Fuck. Kannst du mir sagen, Kumpel? Wo ich an Energie komme? Oh mein Gott. Okay, scheiß drauf, ich muss sie holen. Die Überlebenschancen sind gerade geschieden. What the fuck? Okay, es ist schon mal besser als in Black Ops 3, wo die erst mal anfangen zu brennen. Und ich kann mir eine Karte auswählen. Werkunterricht, versengene Haut, Mama. Okay, ich hole mir jetzt einfach mal Mama. Gut, mach ich gleich. Bring dich wieder auf die Beine. Ja, warum? Die einzige Person, auf die ich zählen kann, bin ich. Okay, ich habe mir gerade irgendwelche geilen Bonbons reingezogen. Oh! Oh shit! Ja, das war's. Geil. Was? Bitte. Seelenkraft? Spielen, um wieder zu leben? Ist das der Himmel? Was? Moment. Wie geil ist das denn? Man kann sich wiederbeleben, indem man Arcade-Games spielt. Okay, das ist ja voll crazy. Was ist das denn? Okay, spielen wir mal eine Runde das hier. Was muss ich machen? Okay, das ist verrückt. Ja, komm weiter. Ja, ich spiele den Zombie-Modus. Das ist der Zombie-Modus. Also, halt mir fest, in Call of Duty gibt es eine Arcade-Game-Reihe von Activision. Boah, die sind ja unberechenbar, die Dinger. Space Invaders war leichter. Ey! Geht doch. Und man kann Seelenkraft dadurch sammeln, um sich wiederzubeleben. Das ist eine lustige Idee, muss ich sagen. Also, das ist cool. Auch wenn es halt... Oh. Ja, ich bin da Arcade Games richtig... Ja, richtig schlecht. Ich hoffe mal, gibt es kein Schlossknacken als Arcade Game. Da würde ich echt versagen. Ja, klar. Ist ein Arcade Game. Da ist... Also, denke ich jetzt einfach mal. Ich kann auch springen, was? Oh, wie viel Leben habe ich denn, ey? Aber nicht unendlich, oder? Nee, jetzt ist Ende. Okay. Ich habe ein bisschen Seelenkraft. Was ist das hier? Kann jemand mein Highscore knacken? Ich glaube, nein. Ah, ich verstehe. Oh, die 50 ist in der Mitte. Scheiße, ich krieg nur noch 5. Nein, nicht 1. Der wird immer schneller irgendwie. Nee, komm, wir spielen was anderes. Was ist das hier? Das ist nur ein Zweispielerspiel oder was? Was ist hier los? Das ist ja mal voll abgefahren. Okay, was kann ich denn hier machen? Einfach nur einen Schießstand? Ja, okay. Oh. Dadurch, dass die Kugeln... Oh, schade. Voll ins Schwarze.
Schwarze, guter Schuss! Sehr gut! Gut geschossen! Wow. Dadurch, dass man so hoch ziehen muss, benutzen sie ihn. Revive! Jawohl, komm schon. Ich habe sogar mein Geld behalten. Was ist das hier eigentlich? Nee, möchte ich nicht. Tut mir leid. Der hat mir ein bisschen zu viel aus. Leider habe ich nicht mehr alle Waffen. Nein, ich möchte bitte... das hier. Okay, ich habe jetzt irgendwie gelesen, wenn ich Gegnern Schaden zufüge... Nee, wenn die mir Schaden zufügen, dann brennen die. Okay, cool. Alter, wie viel halten die denn aus, bitte? Wie viel Munition habe ich denn? Oh, nicht mehr viel. Die muss mal hierher kurz. Mal sehen, was die Zombies da machen. So. Wie komme ich jetzt weiter? Oh, hier ist auch noch was. Stimmt ja, die Hailstorm. Wo kriege ich denn jetzt Strom her? Halten Sie, um Ihre Objekte aus dem Fundbüro zu holen. Bitte was? Okay. Ich will hier irgendwie weiter. Ich komme aber nicht weiter. Sie benötigen Strom. Ja, ist mir klar. Wo kriege ich das her? Oh, was ist das denn? Ich habe ein Teil bekommen. Okay, ich bin wieder tot. Aber jetzt ist, glaube ich, wirklich Ende, wa? Ja, ich glaube nur einmal... ja. Okay, man kann sie aber einmal selbst überleben, indem man irgendwelche Spiele spielt. Das ist lustig. Ich habe 10 Minuten 8 überlebt. Und irgendwie wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ja, noch eine Runde. Kann ich denn meinen Charakter wenigstens wählen? Nein. Eine geht noch, komm. Ich bin Willard Wyler, Meister des Makabren. Blabla, komm, wen spielen wir jetzt? Ich habe wohl den ersten Wurf. Heute bin ich aber lieber Schlagmann. Wow, der hat auf seiner Footballjacke IW draufstehen. Wirklich jetzt? Wow. Wow. Ah, der schlägt mit der Waffe zu. Ja, okay, gut. Finde ich witzig, dass der Nerd natürlich... Geh weg, du I. Oh, Mann. So, Hailstorm sofort kaufen? Nee. Aber wie geht's denn jetzt hier weiter, Mann? Ich will doch... Was ist hiermit? Ach, Leute. Ach, der geht an. Ich dachte, den muss man irgendwie anschalten. Oh, okay. Jetzt gehen auch die Bumper runter und man kann sich die Türen freikaufen. So. Erstmal alle nachkämpfen. Ist da gerade GEMA-Musik? Ich höre das nicht wirklich, aber... Obwohl, GEMA ist ja eigentlich... GEMA ist ja nicht mehr auf YouTube, stimmt ja. Nicht auf die Mal, aber es sollte etwas mehr Schutz bieten. Oh, ist das warm. Oh, mein Nacken tut schon weh, so warm ist das. Das ist ätzend. So, ich habe jetzt auf jeden Fall genug, um mir was freizukaufen. So. Ah, zweimal schlagen geht noch. Eigentlich sagt man ja, im Zombie-Modus muss man... Alter, wie weitläufig das jetzt hier ist. Oh, was ist das denn? Sie nötigen eine Souvenirmünze. Okay, cool. Du bist die Oni, genau.
halten, um Nils Kopf aufzunehmen. So, Elvis kriegt jetzt erstmal ihn in die Fresse. Und hier kann man rutschen, oder wie? Nö. Ich scheine den Kopf eines Roboters gefunden zu haben. Hat irgendwer den Rest gesehen? Lass doch diesen albernen kleinen Roboter. Er steht nicht auf der Halten, um Singularitätsgranate für 25 Tickets zu kaufen, okay. Mysteriös. So, jetzt sollten wir, glaube ich, anfangen mal zu schießen. Natürlich sollten wir auch richtig gut treffen. Oh, was ist das denn? Das ist, Geld. Okay, ich habe extra Geld bekommen. Interessant, dass die Zombies auch sowas fallen lassen. Okay, mach ich mal. Das sollte ihr Laufspiel verlangsamen. Ah, die Szene ist vorbei. Ah. Okay, ich schieße. Moment. LOL. Das würde unserem Ganzfeldpressing enorm helfen, wenn okay, der Strom vollständig wiederhergestellt wäre. So, Souvenirbrille. Cool! What the fuck? Man kann sich einen anderen Bild. Ich weiß nicht warum, aber der Zombie-Modus hat irgendwas. Er ist zwar verdammt seltsam. Hier? Weil das irgendwie alles gar nicht so zusammenpasst. Aber die ganzen Sachen, die es hier gibt, das finde ich witzig. Einfach mal den Farbmodus ändern. Okay. LOL, man kann dadurch... Man kann dadurch Dinge besser sehen. Wenn die leuchten und alles. Genau, was ich gebraucht habe, um die Führung an mich zu reißen. Und das hat mir jetzt was gebracht? Keine Ahnung, aber das ist... Interessant. Oh. Oh, lad erstmal nach, ist cool. Würde ich auch tun. So, du bist Insta-Kill, genau. Bam. Ja, kommst nicht raus, ich helfe dir so. Die Haystorm holen wir uns jetzt auch mal ganz kurz. So nebenbei. Wenn ich da mal rankomme. Nicht die Größe ist entscheidend, sondern die Technik. Hm. Oh, hier ist die Todesfee. Hä? Ah, hier kann man jetzt kommen. Okay, wir haben wohl einen neuen Reserve-Quarterback. Und was macht der jetzt? Trennt der jetzt Müll oder was steht da? Kick me? Okay. Schalten sich 5 Zombies aus der Distanz aus. Ach, der gibt Herausforderungen. Okay, cool. Und ah, und dafür kriegt man irgendwelche Marken? Alter, ist das abgefahren. Das ist voll strange, der Modus. Interessanter Yeti. Ja, laden auch, ist cool. Oh, hi. Bekomme ich jetzt eine Medaille? Okay, ich habe Tickets gewonnen, dadurch, dass ich die Mission geschafft habe. Und zwar habe ich jetzt 70. Und mit den Tickets kann ich mir das hier alles kaufen, was auch immer das ist. Also es gibt Münzen, es gibt Tickets, es gibt Geld. Und ich glaube, es ist zu laut, sehe ich jetzt erst. Das ist natürlich jetzt scheiße. Musik-Playlist. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Playlist ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich jetzt GEMA-Musik ist.
Auch wenn GEMA ja eigentlich nicht mehr gibt auf Deutschland, genau. Auf YouTube. Aber man weiß ja nie. So, das ist auf jeden Fall in Ordnung. So. Noch mehr Geld. Wir haben so viel Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Könnten dadurch... Ah, jetzt wollte... What the fuck? Da kommen Horror-Clowns. Das sieht nützlich aus. Ich sollte besser verteidigen. Meine Strategie lautet sowohl auf dem Feld als auch abseits davon. Sieg! Das ist verdammt creepy. Habe ich es geschafft oder läuft hier noch irgendwo... Okay, gut. So. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Portal in... Dieses Portal hat einen anderen Zugang. Ach, das ist wahrscheinlich, wenn die Map zu groß ist. Es ist nicht genug Geld auf dem Konto. Mehr Geld bin... Was? Oh, Insta-Kill, das ist gut. Zack, zack, zack. Oh, shit. Egal, zack. LOL! Der Penner hat mich echt gekillt. Und jetzt habe ich nicht mal die Chance, irgendwie zu spielen. Okay. Aber es ist witzig so, an sich. Interessant. Gut, dann war's das jetzt mit dem Video. Dann werde ich mir mal, das Intro dann gleich mal angucken und dann werde ich gleich mal die Kampagne spielen. Wir sehen uns im nächsten Video mit der Kampagne. Und vielleicht zeige ich ja dann nochmal ein paar mehr Karten irgendwann oder vielleicht auch nicht, ich glaube ja nicht. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen und gucken, was das überhaupt hier ist, dieser Zombie-Modus. Und der schleppt wieder einen mit. Natürlich muss es ein schwarzer... Oh, guck mal, das ist das erste Mal, dass der Schwarze fliehen konnte. Das ist ja krass. Okay, bis zum nächsten Part. Und dann spielen wir die Kampagne. Ciao. Ich finde den Zombie-Modus übrigens lustig. Nur so.